Und wir kommen jetzt zu einem wirklich erfreulichen Thema. Bild und TUI hatten ein sagenhaftes Gewinnspiel gestartet. Wir wollen Corona-Helden mit Gratisurlaub belohnen. Und es geht um 1000 Reisen für Corona-Helden. Das sind insgesamt dann 2000 Reisen. Und wir schicken Corona-Helden dann in den wohlverdienten Urlaub. Wir haben es eben gehört, Urlaub ist wirklich wichtig. Da sind doch viele Zuschauer auch im Stress. Und die Bild-Zuschauer konnten ihren persönlichen Corona-Helden nominieren. Und wir sind jetzt verbunden mit Robert Bauch aus Rottgau. Hallo, Herr Bauch. Hallo. Neben Ihnen sitzt auch Ihre Freundin. Warum haben Sie Ihre Freundin bei unserem Gewinnspiel nominiert? Ja, ich habe meine Freundin deswegen vorgeschlagen, weil sie in einer Schule als Reinigungskraft arbeitet und noch vor Corona ihrer normalen Tätigkeit nachgegangen ist. Und durch die Corona-Krise kamen jetzt diverse Arbeiten hinzu. Sie musste Sanitäranlagen desinfizieren, Schulräume desinfizieren. Ja, das ist halt alles Mehrarbeit. Und hat auch in der Zeit meinen pflegebedürftigen Vater gepflegt. Und auch jetzt noch, weil ich eine Schulter-OP hatte. Und somit hat auch sie mich zu Hause gepflegt, weil ich nichts machen konnte. Ja, und somit ist sie für mich die Corona-Heldin. Stellen Sie doch mal Ihre Freundin vor. Ja, das ist die Sandra Petereit. Sandra, hallo. Hallo. Sie strahlen. Erzählen Sie kurz aus Ihrem Leben. War das total anstrengend dann mit neuen Vorgaben, hier noch desinfizieren, da? Wie war die Arbeit? Ja, das war wesentlich mehr. Es war anstrengend. Man musste halt die genauen Vorgaben auch beachten. Und hat selbst dann auch noch drauf geachtet, dass man sich nicht irgendwie groß dann noch ansteckt. Es waren ja doch immer wieder mal Kinder und die Lehrer in der Schule. Es war immer ein mulmiges Gefühl. Und was haben Sie da genau gemacht? Sie haben Tische desinfiziert, Sie haben, erzählen Sie es uns. Genau, also man hat komplett Reinigung gemacht. Also alles, was halt in Kontakt kam mit den Händen, das musste gereinigt werden. Als dann die Notbetreuung war, die Kinder in der Schule waren, musste das mehrmals täglich gemacht werden. Das haben wir teilweise, ja, zu zweit haben wir das gemacht oder dann auch mal im Wechsel. Also wie gesagt, mehrmals dann die Türgriffe, die Tische, die Sanitäranlagen, die Böden, das musste alles täglich nass gewischt und desinfiziert werden. Und haben Sie sich gefreut, dass Ihr Freund Sie nominiert hat? Ja, das war alles sehr spontan. Ich habe es heute erfahren. Oh, das ist ja gut. Dann setzen wir noch mal einen drauf. Die Bildjury hat getagt und Sie fahren in den Gratisurlaub. Super, vielen Dank. Da freuen wir uns. Sandra, Sie sind für uns die Corona-Heldin hier in dieser Sendung und Sie haben es verdient. Sie haben auch Überstunden geschrubbt. Insofern können Sie sich jetzt erholen. Was sagen Sie? Vielen Dank. Wo soll es denn hingehen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Spanien natürlich, Italien, Portugal. Sie können das auch in Ruhe aussuchen. Sie haben Zeit, diese Reise einzulösen bis Mitte des Jahres 2021. Sie müssen sich jetzt gar nicht überstürzen. Aber ich will noch mal dieses glückliche Paar sehen. Das müssen wir noch mal sehen. Vielen Dank. Wahnsinn, da kommen die Tränen sogar. Wann hatten Sie zuletzt Urlaub? Letztes Jahr. Januar, das war der letzte Urlaub, ja. Oh, dann wird es ja mal wieder Zeit. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude daran und toll, dass Herr Bauch Sie nominiert hat und es hat sich ausgezahlt. So sehen Gewinner aus. Vielen Dank, dass Sie in dieser Sendung waren. Alles Gute für Sie. Danke. Ebenso, danke.